So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia YouTube. An dieser Stelle spielen wir wieder ein Challenge-Video. Genau wie gestern habe ich Sunny Meadows gespielt und ich dachte mir, hey, das könnte eigentlich auch ganz witzig sein in Tanglewood und den anderen Maps. Außerdem können wir dabei mal sehen, wie lukrativ das Ganze ist. Gestern habe ich das mit meinen Freunden gespielt, mit einem leicht angepassten Schwierigkeitsgrad. Haben wir im Stream zu viert gespielt. Dadurch kann ich halt nicht so spielen wie bei Sunny Meadows neulich, wo ich halt erst die Pillen esse und so. Da mussten wir mit 100 Sanity starten und konnten halt wenig regenerieren an der Stelle, also umgekehrt. Jetzt spielen wir wieder so wie auf Sunny Meadows mit genau den gleichen Einstellungen. Die Einstellung setze ich euch trotzdem unten wieder rein. Einfach nur, damit ihr es einmal habt. Und ich glaube, das mache ich jetzt häufiger mal. Wir haben jetzt, weil ich muss sagen, dieses Challenge-Video fand ich lustig. Zumindest erstmal mit diesen Einstellungen. Man fängt halt sofort die Sachen zu greifen, die man so kennt, ne? Wir nehmen uns jetzt erstmal eine Kerze mit. Wir nehmen jetzt erstmal zwei Pillen. Ich glaube aber nicht, dass ich auf Tanglewood den Geist wirklich fragen muss, wo er ist. Und ich muss auch nicht, den Knochen erfragen, das werden wir so finden. Stattdessen laufen wir jetzt erstmal los mit dem Fotoapparat, der Kerze und starten so wie letztes Mal. Und dann gucken wir einfach, was uns dabei erwartet und was wir dabei verdienen. Auf so einer kleinen Map sollte es auch einfacher sein. Hiding Spots haben wir keine normalerweise. Das habe ich übrigens im Multiplayer auch etwas geändert, da hatten wir durchaus Hiding Spots. In so einem kleinen Haus wie hier werde ich jetzt auch nicht die Helligkeit hochdrehen, weil das geht ganz gut hier. So, wie gesagt, kein Hiding Spot. Sollte es doch mal zu einem Hand kommen, kann man sich halt irgendwo verstecken und hoffen, dass er nicht reinkommt. Wir hatten auch ohne Hiding Spots. Wir hatten ohne Hiding Spots gespielt. Ohne Hiding Spots gespielt, ja. Ging es auch tatsächlich. Vielleicht kann man sich hier hinter so verstecken oder so, das ist nicht so gut. Wo ich mich tatsächlich versteckt hatte, ich hatte mir zwei Smudge Sticks bereitgelegt. Weil du kannst ja auch nicht rennen. Das heißt, man hatte wirklich seine Last damit, überhaupt irgendwo hinzukommen. Und habe mich dann hier drin versteckt. Tür zugemacht und hier versteckt. So. Damit, wenn er reinkommt, ja, dann bin ich eh tot. Wenn er hier reinkommt, bin ich tot. Aber so hatte ich wenigstens, war ich in einem abgelegenen Raum, wo er nicht 20 Mal dran vorbeikommt. Ich hätte mich auch im Bad verstecken können vielleicht. Obwohl ins Bad ist er häufiger gegangen als in den Schrank, muss ich sagen. Na gut. Den Knochen haben wir aber schon mal. Schritt 1 zum perfekten Spiel. Und wir haben das Board, das ist im Keller. So. Breaker ist Fratze, genau wie beim letzten Mal. Okay. Bist du hier? Vielleicht so, Sunny Meadows erscheint das erstmal einfacher. Aber ob das so ist, wird sich zeigen. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Ich kann auch sagen, gib mir ein Zeichen. Das wird es gewesen sein. Yes! Also ist er hier in der Küche. Also geht es zumindest erstmal von aus. So. Und damit wir hier die Wege etwas kürzer haben, werde ich mal so die üblichen Items mal einfach hier vorne in die Tür reinwerfen. Würde ich sagen. So. Muss halt auch geil aussehen. Die Nachbarn, die einfach so sehen, wie ich so einen Truck gehe, ein paar kleine Sachen hole, dann laufe ich zur Tür, schleudere das da rein und gehe wieder. Das muss auch wie geil aussehen. Nehmen wir uns ein Salz mit, UV-Lampe auf jeden Fall. Dots habe ich schon reingelegt, die Kamera steht auch schon drin. Ja, Bewegungsmelder brauche ich nicht, aber vielleicht später mal. So. Okay, ich nehme einfach noch ein paar Kerzen mit rein und dann fange ich an aufzubauen. Irgendwo direkt hier vorne müsste jetzt auch gleich die Dings liegen, die das Feuerzeug meine ich. Da, ne? Ne, das ist die Box. Da. Ist das es? Das ist es.
So. Oh. Direkt vor die Kamera sozusagen, ja. Wir haben nochmal Adjustments gemacht gestern Abend. Ich weiß nicht, ob die Kamera mich jetzt, die Kerze mich jetzt auch im Lichtschein beschützt. Das wird sich zeigen. Aber der wirft hier ordentlich Sachen um. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal hier mitnehmen. Schon mal mit hier. Okay, ist so. Hat noch gezählt, Glück gehabt. Okay. Aber mit diesen Dingern muss man echt vorsichtig sein, die zählen manchmal nicht oder verschwinden unerwartet und so. Das ist dann gar nicht so geil. Okay. Machen wir. Das brauchen wir nicht mehr. Sehr schön. Die nehmen wir mal mit. Ja. Kann ich auch. Ah, vielleicht die. Ah, so kann ich natürlich machen. Dann kann ich wenigstens einen Slot mehr mitnehmen. Sehr gut. Wie sieht's denn hier aus? 3 Grad. 4 Grad. Okay, also gefährdet aber schon 1 Grad oben vielleicht. Aber abwarten. So. Oh, jetzt habe ich versaut. Alla, so. Gut. Weiß haben wir bisher noch keine. Bringst du mal die Kamera rein und das Buch, würde ich sagen. Dann gehen wir mal raus. Oh, du bläst gern Kerzen aus, ne? Jetzt muss ich halt einmal durchlaufen. Wir können gleich draußen einmal nach dem Aufbau Sanity-Pillen essen. So viel habe ich jetzt nicht verloren, denke ich. So. Sunny Meadows bin ich deutlich länger ohne gelaufen. Genau, das können wir auch noch eben einmal setzen. Die Tür hat er, glaube ich, angetatscht. Oh, Fingerabdrücke. Sehr schön. Hat er die nochmal angetatscht? Ja. Gut. So. Die Kamera? Ja, hab ich da liegen. Sehr schön. Jetzt gehen wir einmal raus. Der wird gerade ein bisschen aktiver. Könnte sein, meine Sanity gerade ein bisschen gesunken ist. Also ein bisschen werde ich verloren haben, aber ich bin jetzt so um die 80, würde ich schätzen. Sehr schön. Die dürfte ich nicht nehmen können. Ne, alles klar. Das heißt, meine Sanity ist wieder voll. Blendet, müssen jetzt anders legen sollen, vielleicht. Also, wir haben bisher Fingerabdrücke, ne? Da haben wir schon total viel. Ja. Wir nehmen auf jeden Fall mal noch einen Dots mit rein. Und setzen den mal um, den ersten. Oh, wir können mal noch die Baudinger können wir mal noch reinbringen. Leuchtstäbe. So, mal
immer noch leer. So. Die Geisterbox. Bist du hier? Bist du da? Bist du in der Nähe? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Poltergeist, Phantom oder Mimik? Okay. Abgebrannt, alles okay. Jetzt rennt er hier rum. Da habe ich ja Bock drauf. Ein Zeichen. Bist du hier? Okay. Wir sollen halt, wir haben halt sowieso ekelhafte Objectives. Schießen Foto vom Geist, entkomme dem Geist in einer Jagd und werde Zeuge eines Geister-Events. Das sind die, ist die Hölle in dem Modus hier, weil ich ja möglichst versuche, meine Sanity oben zu halten. Also Events zu vermeiden und all das. Und, naja, was könnte überhaupt noch sein? Lass mal kurz gucken. Orb. Buch wäre das. EMF nicht mehr. Gut. Dots wäre Phantom. Gefährte Phantom und Mimik. Okay. Da ich aber auch keinen Orb sehe, glaube ich nicht, dass es eine Mimik sein wird. Meine Tendenz geht gerade zum Buch. So. Deswegen bringt man noch ein zweites Buch rein. Sind denn soweit alle Fotos gut geworden? Okay, drei Fotos braucht man noch. Solange die stimmen, ne, ist das schon mal was. Oh, einmal Candlelight Dinner. Hier, schreibe ins Buch. Schreibe was ins Buch. Das ist neu. Kannst du das auch lassen. Sehr schön. Gib mir ein Zeichen. Damit. Beide mal zu, damit ich sie jetzt in einen Touch holen. Wenn was passiert, brauche ich nur einen Smudge greifen und kann den benutzen. Ja, ja, entspann dich mal. Gib mir ein Zeichen. Es werden keine Gefrierer mehr. Ein Zeichen. Schreibe ins Buch. MF3. Sehr schön, dass du alt bist. Gib mir ein Zeichen. So geil, der lässt sich jetzt hier bitten, ne? Okay, die Fotos sind fertig. Ich kann aber trotzdem mal... So langsam muss meine Sanity eh sinken, als ich das die Kerze zurück habe, aber immer meinen Smudge dabei. So. Ich brauche noch eine dritte Kamera, damit ich eventuell noch ein Geisterfoto schießen kann. Wird eh schwer genug. Oh, den Smudge würde ich auch noch gerne mit rein. Erstmal die Kamera. Wir wissen auch noch nicht, was es ist. Das ist das Problem.
Außerdem finden wir so auch heraus, ob die Kerzenscheine mittlerweile können wir hier hinlegen lassen. Ob uns die mittlerweile auch beschützen oder ob es immer noch nur die Kerze ist. Es gab Adjustment zum Licht, im Balancing und so, aber genauer wurde darauf nicht eingegangen. Smudge noch, genau. Beiden wollte ich noch. Da kann ich meinen Fluchtweg mal vorbereiten. Und auch schon mal den Smudge in den Fluchtweg legen. Damit ich mich notfalls hier auch noch einen drin liegen habe. Aber Dots, wir haben ein Phantom. Natürlich haben wir ein Phantom, weil das ist das, was mich am meisten töten wird. Was ich natürlich machen kann, ist Hide and Seek machen. Da könnte ich zumindest vielleicht die Sachen schon mal erledigen. Gib mir ein Zeichen. Ich runter und dann macht er ein Event, ich weiß es so genau. Sind da hinten irgendwo rum. Aber wir haben hier einen Smudge. Einer liegt. Hier, den nehmen wir gleich daneben. Das sollte reichen. War nicht sehr nett. Schlimm ist, das ist ein Cursed Hunt, der dauert dann wesentlich länger. Schade, dass wir keinen Strom haben, ne? Okay, gib mir ein Zeichen. Wie hoch ist meine Sanity? How high is my sanity? Wie hoch ist meine geistige Gesundheit? Bye. Wollte er nicht, okay. Normalerweise würde ich sagen, lassen wir es. Wir wissen, welcher Geist es ist. Aber das ist halt noch wenigstens ein zwei Objectives, würde ich ja noch gerne erfüllen, ne? Gehen tut er zumindest. Das Problem ist, normalen Hand kann ich vielleicht aussitzen. Mit den Smudge Sticks, die ich habe. Ein Cursed Hand eher weniger. Weil die Map sehr klein ist, wird er halt mir immer wieder vor die Füße rennen. Ein Zeichen, bist du hier? Bist du in der Nähe?
Besser die Hand und direkt tot. Wäre typisch. Könnte aber hier starten. Ihn kommen lassen. Bleibt ja fast nichts anderes übrig. Dahin und da weg. Dass die Kerze ausgeht, sehe ich ihn trotzdem. Egal, Sektor des Zeltas. Verstecken spielen. Na gut, immerhin das geschafft. Das Geisterfoto hat nicht gezählt. Dann weiß er nicht, ob ich ihn dazu bringe, noch ein Geister-Event zu machen. Ich werde jetzt gleich mal in den Raum smatschen. Ich weiß gar nicht genau meine Sanity, ob die jetzt 0 ist oder nicht, ob die nur 50 ist, also ich weiß es nicht. Also 0 ist jetzt logischerweise nicht mehr, ist mindestens wieder 50% Sanity. So, Smudge habe ich auch. Das ist mein zweiter, habe ich hier gehabt. Da wieder hin. So, aber doof, ich brauche jetzt, egal. Erstmal smatschen wir jetzt hier schön den Raum. Bist du hier? Das ist schön. Den nehme ich jetzt mit. Zeig dich mir. Bist du hier? Ja, ein Zeichen. Nein, versuch. Kruzifix. Kruzifix das, Kruzifix. Ich kann alles fallen lassen, aber doch nicht das Feuerzeug. Okay. Klar, dass irgendwas passiert, während ich an dem Feuerzeug rumpuppel, ne? Und aus! Yes! Sehr schön. Alle Fotos fertig. Alles erfüllt. Müsste ein perfektes Spiel sein. Und der Beweis war auch, dass der ist sofort verschwunden optisch. Stimmt also. Der Praktikant holt morgen alles ab, würde ich sagen. Ja, sehr schön. So, 35 oben drauf. Und das mal 15. Daily ist auch noch dabei, ist ja schön. Mehr als ein. Wöchentlich auch noch. Ah, das ist sehr, sehr befriedigend, finde ich auch. Das alles ohne Hiding-Spots. Aber gut. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare,
Und ja, vielleicht habt ihr ja mal eine Idee, was man spielen könnte. Vielleicht auch Sachen, die schaffbar sind, ja? Ich wollte es mal gesagt haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Bis dann und ciao.